So, es geht weiter mit Minecraft und ihr habt nur ein bisschen was verpasst, nämlich die relativ unaufregende Nacht. Da habe ich nichts weiter getan, außer rumzustehen und kurz nach meiner kleinen Tochter zu sehen, die noch immer nicht schlafen möchte, obwohl es jetzt mittlerweile schon, naja, 9 Uhr abends ist. Ich habe hier noch ein paar Kürbisse entdeckt. Und dieses Biom, mein Lieblingsbiom, und da suchen wir uns jetzt einen guten Platz, denn das gefällt mir ganz gut. Hier haben wir Sumpf nebenbei. Wir haben einen schönen Fluss, aus dem man sicherlich was machen kann. Wir klettern hier jetzt mal nach oben. Ja, da gibt es Pferde, umso besser. Dann haben wir hier diesen Winterwald. Also hier stößt schon einiges zusammen. Wenn jetzt noch eine Wüste in der Nähe ist und da hinten ist, glaube ich, eine Wüste, dann macht es aus meiner Sicht den perfekten Platz, um uns hier niederzulassen. Ja, ein hoher Berg ist auch da, wo wir vielleicht Kohle finden können. Ja, hier gefällt es mir doch recht gut. Hier gibt es auch noch Schafe für Wolle. Das sieht man doch. Ja, hallo Schafe. Wir werden jetzt bald Nachbarn werden. Auch wenn wir dann wieder irgendwelche Viecher im Haus spawnen werden. Ich sehe das schon. Ja, und da drüben gibt es tatsächlich Wüste. Und ist das da schon ein Wüstentempel da hinten? Oh nice, das gefällt mir echt gut. Okay, wie wollen wir es angehen? Theoretisch brauchen wir dann erstmal. Also ich mache hier mal eine. Ja, wo machen wir es denn? Die Welt hat sich noch immer nicht ganz aufgebaut, auch nicht schlecht. Ich würde sagen, hier so in etwa, wo man den Überblick auf alles hat, machen wir unser erstes Basislager. Das heißt, ich crafte mir hier einfach mal ein bisschen Holz und dann auch die erste Workstation hin. Stein habe ich ja noch keins, das heißt, ich mache mir. Ja, ganz großartig gemacht. Ich bin ja wieder sowas von skilled heute Abend. Hallo Pferd. So, das heißt, ich packe das einfach wirklich hier direkt vor mich hin. Dann brauchen wir ein paar. Oh, jetzt regnet es hier auch noch. Super. Ein paar Stöcke. Eine erste kleine Holzspitzhacke. Ihr kennt ja mich und meine Holzspitzhackentheorie vielleicht noch aus Teil 1. Und dann machen wir jetzt aber auch noch gleich ein Schwert dazu. So, für den Fall, dass uns jemand über den Weg läuft. Und dann machen wir uns mal drauf und dran, schnell ein bisschen Stein abzubauen. Nur wo gibt's hier Stein am ehesten? Oh, ich nehme mal an, da hinten, beim Berg. Ich hoffe, ich finde dann hier wieder zurück. Oder ich grab mich einfach hier schnell mal in die Erde rein. Sollte ja auch kein Problem sein. Also hier ist ein bunter Mix aus Biomen, sowas gefällt mir ja richtig gut. Denn dann haben wir alle Möglichkeiten und vor allem können wir auch viel verschiedene Sachen machen. Der Wald hier in der Nähe, das gibt dann gleich einen guten Holzvorrat. Also ich glaube, da kann man nicht meckern. So, aber als erstes mal schaue ich mal, ob es hier Steine gibt. Ja. Denn dann wäre unser erstes Problem auch gelöst. Gut, das heißt, wir brauchen Steine für die ersten Steinwerkzeuge, soweit so gut. Und dann überlegen wir uns, was wir als erstes angehen sollten. Gut, ich könnte zum einen Kohle für Fackeln aus Holzkohle machen, weiß nicht, beziehungsweise ich kann Holzkohle machen und sie dann ja einfach dazu benutzen. Ist jetzt nicht so der beste Weg, oder ich schaue mal da hinten zu dem hohen Berg, ob sich da vielleicht irgendwo ein kleines Kohleflözer steckt, damit wir zumindest die ersten Fackeln haben, bevor wir ein Bergwerk bauen. Dann überlege ich, wie wir unser Haus bauen wollen. In Anbetracht, dass die Wüste so quasi nebenan ist, überlege ich hier was mit Sandstein zu machen. Oder so ein rustikales Holzhäuschen wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, Sandstein kommt natürlich ganz gut. Jetzt schneit es dort hinten auch noch, auch nicht schlecht. So, ich hacke jetzt noch so lange Steine, bis meine Spitzhacke den Bach runtergeht. Oder ich hebe sie mir aus nostalgischen Gründen auf. Ist, glaube ich, besser so. So, das heißt, Steine haben wir genug. Meine Workbench habe ich. Ach so, es schneit, während es regnet. Nice. Irgendwie freue ich mich ja auch schon wieder auf so ein Wetter. Weil schon langsam ist mir. Also, ich mag Sommer ja relativ gerne. Ich halte die Hitze ganz gut aus, aber. Ab und zu hätte ich auch jetzt nichts dagegen, wenn schon wieder Herbst wäre. Zum einen, weil ich da Geburtstag habe und zum anderen, weil der Herbst immer für mich eine der schönsten Jahreszeiten ist. So.
Das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal ein bisschen Werkzeug. 1, 2, 3 für eine Spitzhacke. Dann 1, 2 für eine Axt. Und eine Schaufel könnten wir dann auch noch brauchen. Und wenn wir das dann haben, dann haben wir die Grundausstattung für Abenteurer quasi vollendet. Die Erde bleibt dabei hier irgendwie auf Platz 5 stehen. Das brauchen wir nicht hier, das brauchen wir nicht hier. Schwert mache ich auch noch besser, ein Steinschwert. Und tausche das hier aus. So. Gut, der hohe Berg war da hinten. Bei meinem Orientierungssinn ist es natürlich immer super, denn ich finde selten mal dorthin zurück, wo ich irgendwie mal angefangen habe. Aber hey, ist ja nicht so ein Problem. Ich hätte mir da jetzt auch noch einfach ein gemütliches Bett mitten in die Landschaft stellen können. Oh, Schafe. Auch nicht schlecht. Also wie gesagt, hier ist quasi der Schnittpunkt der Biome. Das ist richtig, richtig nett. Gefällt mir sehr gut. So, sehe ich hier irgendwo schon von der Ferne Kohlevorräte, denn ein bisschen Kohle kann man immer gebrauchen. Später finden wir sie dann sowieso in Massen, aber so am Anfang, wenn man sie nur so rauskratzen will, irgendwo von der Seite, ist es meistens ein bisschen schwieriger. Okay, Gravel haben wir hier. Oh, der Schnee, der stört mich ein bisschen in der Sicht. Fliegende Schafe? Ach so. Da sah ich wohl den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Also ihr seht, mein Minecraft hat noch immer ein paar Macken. Hier ist ein Durchgang. Okay, kein Durchgang und die Schafe fliegen noch immer. Ich sehe allerdings noch immer keine Kohle, die wir für irgendetwas gebrauchen könnten. Vielleicht, wenn wir weiter raufklettern oder einmal drumherum laufen. Wie gesagt, die ganze Welt, oh, da ist ordentlich was drunter, muss ich hier erstmal aufbauen. Ich habe zwar jetzt nicht den schlechtesten Computer, aber ich glaube, ihr wisst ja, dass, wenn ihr hier schon zu seid bei Minecraft, entscheidet selten ein guter Computer darüber, ob alles so funktioniert. Da kann ich auch durchschauen, seht ihr das? Da sind haufenweise Lavafelder unten drunter. Nice. Bis auf die Tatsache, dass ich allerdings noch immer keine Kohle gefunden habe und auch keine Ahnung habe, wo verdammt nochmal ich jetzt gerade bin. Ah, ich sehe schon, das wird eine Odyssee, wieder dahin zurückzukommen. Vor allem, mich stört der Schnee so, denn der ist, ja, nicht gerade mein Lieblingsding. Im richtigen Leben mag ich Schnee sogar ganz gerne. Jedes Mal, wenn es das erste Mal schneit, gehe ich direkt runter auf die Straße, beziehungsweise... Wer war das denn? Au. Ist irgendwo ein Skelett? Au. Ach so, ich habe Hunger. That's the way. Gibt's hier irgendwo Schweine? Oder anderes tierisches Vergnügen? Okay, schaut euch das mal an. Auch nicht schlecht. So, hier gibt's Schafe. Ja, ist gut. Ich habe Hunger. Ich weiß. Super. Wenn ich jetzt sterbe, dann finde ich hier nie wieder zurück. Kann ich den Pilz hier einfach so futtern? Nö, natürlich nicht. Brauche ich erst eine Pilzsuppe. Verdammte Axt, ich brauche ein Schwein. Oder irgendwas anderes in die Richtung. Ansonsten erkläre ich gleich mal diese Welt hier wieder für gestorben und fange auf einer neuen an. Kann ja nicht sein. Da drüben gibt's Kühe. Hinterlassen die auch Fleisch oder nur Leder? Ich meine, ja, theoretisch sollte ich das wissen, aber ich glaube, bis ich dort bin, bin ich gleich so gut wie tot. Ich könnte es noch ganz schnell cheaten und auf easy schalten. Aber ich habe hier Kuhfleisch. Kuhfleisch schnell futtern. Lecker. Gaspacho. Nee, nicht Gaspacho. Wie heißt das, wenn rohes Rindfleisch ist? Ich hau mir da jetzt einfach ordentlich was rein. Dann geht's einem doch gleich ein bisschen besser. Also da wir, dass dieser Hochsommer vorbei ist, diese 40 Grad oder so, und jetzt bei uns gerade schön Gewitter und Regen ist, schwimme ich hier schon wieder in meiner eigenen Suppe. Das ist echt nicht mehr schön. Und es wird Nacht, das heißt, ich werde hier auch gleich wieder sterben. Juhu. Und wieder nicht zurückfinden. Ah. Hier ist Lava, da würde ich wenigstens was sehen, wenn ich runtergehe. Naja, wir könnten es ja versuchen. Nee, hier kommen wir nicht gut runter. Hier vielleicht, wenn wir vorsichtig sind, ja. Denn da kann sich wenigstens unbemerkt kein Creeper an uns ranschleichen.
Und ich kann mich hier zumindest mal ein bisschen aufwärmen. Ist doch auch nicht schlecht. Oh. Denn wenn wieder Tag ist, dann sieht die Sache hier schon wieder besser aus. Aber jetzt zur Zeit ist es noch ein bisschen so ein Kampf ums Überleben, wenn man noch so gar nichts hat auf dieser Welt. Das heißt, ich muss mir am Tag jetzt erstmal ein paar Schweine farmen, die richtige Position unserer Hütte wiederfinden. Kohle haben wir noch immer nicht, das heißt, wir machen Holzkohle und dann erst das Bergwerk errichten, Hütte errichten und lauter solche Späße. Aber ja, ich hoffe jetzt nur, dass meine Energie hier so lange aushält, bis es Tag wird. Denn hier unten finde ich höchstens frittierte Schweine. Im eigenen Fett gebraten. Ist doch auch nicht schlecht. Es sei denn, es gibt hier noch zufällig einen Kohleflöz oder sowas. Der würde mir jetzt gerade ganz gut helfen. In der Vergangenheit, wollte ich auch nochmal so sagen, habe ich es ja immer so gemacht. Ich habe immer an einem Abend zwei, drei oder vier verschiedene Spiele hintereinander aufgenommen. Das war immer ziemlich aufwendig, musste ich aber manchmal machen, weil ich bei den Highschool Heroes das hochladen musste und dann für meinen Kanal wollte ich wieder was das hier zeigen. Also meistens ging es darum, ja, zeige ich jetzt KSP oder weil das doch mehr Viewer hat oder für die Highschool Heroes brauchte ich halt ein bestimmtes Projekt. Aber ich möchte es mir jetzt angewöhnen, dass ich an einem Abend nur mehr ein Spiel spiele und da gleich mehr Parts aufzeichne und die dann halt eben nacheinander, je nachdem wie es passt, hochlade. Da ist ein bisschen mehr Flow drinnen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch vorkommt, aber wenn ich dann beim nächsten Mal schon nicht mehr weiß, wo ich in der vorigen Folge war, ist das eben relativ schwierig umzusetzen. Gut, ich glaube, hier kommen wir jetzt nicht mehr so wirklich zu Erfolg. Aber wenigstens bekommen wir Steine, ist doch auch nicht schlecht, aber zu tief können wir uns auch nicht runtergraben, weil, wie gesagt, wir haben ja nun mal keine Kohle für Fackeln. Und hier bei der Lava möchte ich mich auch nicht unnötig aufhalten. Ich könnte mich hier noch ein bisschen den Weg freigraben. Erde kann man ja auch immer brauchen. Man sollte immer einen Stack Erde in der Tasche haben. Das wisst ihr wahrscheinlich. Oh super, jetzt habe ich noch gerade einen Creeper gehört oder einen Zombie. Den bräuchten wir jetzt nicht, wenn ihr mich fragt. Ich mache trotzdem ein bisschen Platz. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir es dann am besten weitermachen sollen, bis es wieder in der Früh ist wahrscheinlich. Warte ich jetzt noch, bis so die 15 Minuten circa voll sind, dann stelle ich mich hier einfach hin und ja, dann gehe ich erstmal meine kleine Tochter ins Bett bringen. Die kann nämlich noch immer nicht schlafen. Es ist 21.20 Uhr, das ist echt super, aber wenigstens ist Wochenende und Ferien, da geht das dann schon. Wow. Irgendwo da hinten wohnt jemand, habe ich so ein Gefühl. Vielleicht könnten wir uns hier noch irgendwo langgraben. Aber besser nicht zu nahe an der Lava. Wieso ist sie eigentlich so nah an der Oberfläche Lava? Kann man das jemand mal verraten? Ich meine, ja, wenn es ein Vulkan wäre, würde ich es ja verstehen. Aber da ist definitiv keiner. Ja, und außer Steine farmen kann man hier nicht allzu viel machen. Deswegen, ich hoffe, morgen beim ersten Tageslicht sieht man da ein bisschen mehr. Und dann können wir auch, wenn wir Kohle haben, auch endlich mal ein bisschen mehr machen. Und ich brauche auf alle Fälle Schweine. Viele Schweine oder Kühe. Irgendwas, das man essen kann. Ich meine, ich könnte auch einfach die Schwierigkeit runtersetzen, dann wäre das kein Problem, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte hier auf ganz normal spielen. So. Ja, theoretisch bliebe noch eine Minute, aber ich mache den Part einfach ein bisschen kürzer. Tochter gehört ja auch ins Bett. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns bald in der vierten Episode von Minecraft, wo es hoffentlich ein bisschen konstruktiver wird und wir ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Macht's gut, bis bald, euer Chris.